Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Wieso rolle ich eigentlich immer dieses R so dämlich? Ist das was Schwäbisches? Nee, ist Russisch. Na, komisch. Egal. Das muss man uns ja jetzt nicht tangieren. Ja, auf jeden Fall willkommen zu meinem Freitagsvideo und willkommen noch zum letzten Video der zwei Themenwochen, nämlich Wohnen. Und zwar werde ich euch heute erzählen, warum ich eigentlich nicht umziehen will. Also, ja, ich will einfach nicht, weil es macht mir keinen Spaß. Und es wird nicht toll. Und ich bin fühle mich hier zu Hause und wohl und hier ist eigentlich recht schön. Ja, das war's mit meinem Video. Wir sehen uns dann wieder. Mein Scherz. Der war gut, ne? Nein, ich habe viele Gründe. Also zum einen natürlich, weil die Nachbarschaft kennt man. Und als unser Hund vor ein paar Monaten mal bei einem Sturm aus dem Garten die Mücke gemacht hat, war es so, dass uns ein Nachbar angerufen hat und erzählt hat, ja, euer Hund ist hier und holt ihn doch ab einfach. Und dann hat man ein Schwätzchen gehalten, der Hund wurde abgeholt und alles war so supidupi. Und wenn man woanders hinzieht, dann muss man erstmal solche Kontakte wieder aufbauen. Und mein Gott, meine Eltern sind keine 25 mehr. Das ist eine harte Arbeit für die. Ja, Mann, aber ich mach das nicht. Das darfst du nicht erwarten. Ich verprell eher die Nachbarschaft aus Versehen. Wir müssen in der Nachbarschaft mit Leuten ziehen mit dickem Fell. Weil wenn wir jetzt zu Mimosen ziehen, haben wir echt voll das Problem. Das könnte ganz. Ja, glaubst du, 10 Jahre den Mund halten ist die Lösung? Naja, aber egal, ich habe ja eh wahrscheinlich, wenn es hochkommt, mit den Nachbarn einmal alle 6 Monate Kontakt. Also, das muss jetzt nicht das Ausschlusskriterium sein. Ja, zum anderen, was mir auch fehlen wird an dieser Gegend, ist die Aussicht. Wenn man hier rausschaut, hat man einfach seine gewohnte Aussicht. Und ich sehe hier auch voll oft den Mond. Irgendwie komischerweise von allen vier Ecken. Wir haben voll das. Eigentlich ist das Paradox, Mama. Man durfte eigentlich. Wieso sehe ich eigentlich, wenn ich aus dem Klofenster schaue, den Mond, aus dem Wohnzimmer, aus dem Schlafzimmer und aus meinem Zimmer? Eine Spiegelung. Ah, weil sonst ist Paradox, ne? Ja. Egal. Aber es fällt mir gerade so auf, dass ich, wenn der Mond richtig Vollmond ist, dass ich den aus allen Fenstern sehe. Ey, Mama, dieses Haus wird manchmal. Langsam wird mir das Haus gerade gruselig. Aber du siehst es nicht aus alle. Nur aus der Küche, die Spiegelung und aus dem Wohnzimmer richtig. Ja, aber wenn ich zum Beispiel im Bett liege nachts, sehe ich den Mond auch. Ja, aber da ist er dann schon fast wieder am Untergehen. Nee, nee. Ach Doch, weil so. ich gehe ja zur Zeit ins Bett. Boah, wenn jetzt Leute neu dazukommen, die denken, ich bin dumm wie ein Stück Brot. Dass der Mond eine Bahn hat. Ja, aber ich bin einfach teilweise wirklich verpeilt. Das ist bei mir so ein Ding. Es tut mir leid. Es ist, ja, das macht meinen Charme aus. Dieses. Das ist meine Bescheidenheit. Das Schlimme ist, ich fühle mich wirklich bescheiden. Paradoxon. Ja, da haben wir es wieder. Ja, mir wird auch unser großer, riesiger Dachboden, wo ich all meinen alten Krempel habe, fehlen. Und bei Gott, das ist das, worauf ich am allerwenigsten Bock habe, den leer zu räumen. Entschuldige. Oh Mann. Aber das fange ich jetzt an. Irgendwann. In der nächsten Zeit. Bald. Ja. Ich werde es wahrscheinlich so lange schieben, bis es dann fast spät ist. Und dann fange ich an mit so einem voll demotivierten Anfangen. Und dann wahrscheinlich wird sich herausstellen, dass wir das Haus nicht verkauft kriegen. Und dann werde ich wahrscheinlich den Dachboden gerade leer geräumt haben.
Dann werde ich noch angesäuerter sein, weil ich dann umsonst gearbeitet habe. Ich sehe schon die wütenden Nachrichten an meine Verwandtschaft. Das wird schön. Ja, was ist noch? Natürlich gefällt es mir, Ravensburgerin zu sein. Ich bin einfach gerne hier. Ich mag unsere Stadt, die ist schön. Ja, wir sind die Stadt der Türme und der Tore. Des Spielens und des Spaß, der Freude und des Lebens und des furchtbaren Schwabenlochs. Wir leben hier so in einem Kessel, ohne Scheiß. Wir sind so richtig tief unten. Man kann so sagen, weiter runter als in Ravensburg geht's kaum in der Gegend mehr. Und deswegen, wenn wir in so einer Kuhle sind, haben wir auch voll den Dampf immer und so voll die Hitze. Das ist wie in so einem Kessel, kein Witz. Es ist jetzt gerade nicht unbedingt das Motto für Ravensburg. Kommt nach Ravensburg, hier könnt ihr schwitzen wie Sau. Ich habe erst vor kurzem, ich habe euch ja im Video davor erzählt, dass ich bei einer Besichtigung war. Im Video da davor. Entschuldigt, man kann ein bisschen die Orientierung verlieren. Und da habe ich den Makler gefragt, wie ist es denn mit der Wärmedämmung? Schwitzt man sich da den Wolf an den Arsch oder eher nicht? Und ja, ich glaube, das ist egal, wo auch immer man hier im Schussental lebt, man wird sich immer den Wolf schwitzen. Aber das macht ja auch den Charme unserer Gegend aus. Hier ist es immer schön warm. Außer heute Schnäbel und Regen. Heute ist es irgendwie britisch. Echt furchtbar britisch. So kalt und schneblig und überhaupt. Und halt ja vorher hat es furchtbar geschüttet. Ist voll witzig, ich beziehe mich jetzt auf vorher gerade, was eigentlich schon 2 Wochen her ist für die Zuschauer. Das ist immer so das Paradoxum, wenn man vordreht. Ja, aber bei uns hat ja vorher gerade so furchtbar geregnet, wo ich sogar drüber gerätselt habe, ob es gewittert hat. Ey, da fällt mir gerade was ein. Du Mammele, hat es vorher gewittert? Nein, aber ich dachte auch erst. Ja, hat nicht gewittert, aber man hat es annehmen können. Ja, was mag ich noch hier an der Gegend? Oh, ich mag es, wenn es Rutenfest ist und man die Trommeln hört. Die hört man hier so. Ich glaube, das ist nicht nur hier in der Straße, oder? Mhm. Ja, habe ich mir gedacht, aber ich mag es trotzdem. Ja, ich mag so viele Dinge hier. Und das Ding ist, ich mag auch unsere Nachbarschaft zum Teil. Das war ja charmant. Ja, und ja. Und es gibt viele Dinge, die mir hier fehlen werden. Aber mindestens genauso viele Dinge, die mir hier nicht fehlen werden, glaube ich. Es ist so ein Ding des Loslösens. Ich bin so in einem Prozess mittendrin. Ich bin mitten darin, daran zu arbeiten, mich von diesem Haus zu lösen und Flüge zu werden, woanders mit meinen Eltern hinzuziehen. Ja, ihr werdet mich nicht so schnell los, Mami und Papi. Ich warte, bis ich 50 bin, dann können wir mal drüber reden. Wir schnacken, wenn ich 50 bin, ob ich doch mal alleine wohne. Ach, das wird schön. Meine Eltern werden schon ihre Tritten haben und Süppchen schlürfen. Und dann werde ich zu ihnen sagen, jo Leute, ich denke, ich ziehe so in 5 Jahren aus mit 50. Oh, das war gerade entschuldigend. Eigentlich sollte man sich da nicht so drüber freuen. Aber mir fällt halt kein anderer Grund ein, warum ich nicht bei meinen Eltern nicht ausziehen sollte. Doppelte Verneinung ist eigentlich wieder Befürworter. Ja, nee, mir fällt kein Grund ein, warum ich bei ihnen ausziehen sollte. Ich meine, wir kriegen Kindergeld. Ich überlege noch einen Grund, okay? Sorry. Ja, ich habe immer, wenn ich Reste habe beim Essen, ich habe Resteschweindels, die ist nur wegessen. Das ist auch so ein Vorteil. Also das würde ich auch vermissen. Wenn ich krank bin, habe ich Mami in der Nähe, die mich pflegt.
Ja, und all die vielen anderen Sachen, die jetzt gerade mir nicht einfallen. Gibt's bestimmt noch was, ne? Packesel, Einkaufs. Ach komm, Mama, Tanja geht öfter einkaufen als du. Ja. Wer weiß. Wir wollen jetzt nicht aufrechnen. Ja, du kaufst mit Papa mehr Wir ein. wollen nicht aufreißen. Na gut. Allerdings muss man dir lassen, du den Einkauf des Monats hast gemacht mit diesem Riesenpack Klopapier. Da hast du mich abgeholt. Ja, das ist jetzt voll das unwichtige Gespräch gerade. Ja, entschuldigt. Man muss manchmal die Leute loben. Das Schlimmste ist? Ich glaube, dich hört man gar nicht und ich fühle hier gerade voll das Selbstgespräch. Weiß ich auch nicht. Naja, egal, sei es drum. Aber das ist das Schöne, egal wo ich hinziehe, meine Eltern sind ja bei mir und damit ist eigentlich zu Hause gegeben. Weil zu Hause ist da, wo jemand ist, der dich liebt. Ja, habe ich voll aus Naruto gestohlen. Es hat Naruto damals zu irgendeinem Kind in Shippuden gequabbelt. Boah, ich weiß nicht mal mehr, wie der hieß. Oh, das ist echt schlimm. Aber der war auch nur für eine kleine Filler-Staffel da. Also, so wichtig war der nicht. Ja, das macht mir auch Magenkrimmen, dass mein Gedächtnis langsam so schlecht wird. Naja. Egal. Sei es drum. Ich denke, ich schwätze auch grässlich aus. Sei es drum. Ich bin, solange die Welt sich dreht, solange ist doch alles schön. Was denn? Ich versuche optimistisch hier immer zu sein. Oh, sie ist so gemein, lacht da im Hintergrund so, wenn man so versucht, so optimistisch zu sein. Ich habe das Gefühl, ich schiele in meinen Videos ganz übel. Weil ich immer, weil ich kann nicht mal mit einer Kamera Blickkontakt halten. Das ist furchtbar. Tja, aber darüber reden wir dann nächste Woche. Wir sehen uns. Bis bald. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht und wie es bei euch so ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeoutlook.com. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tüdelü und tschüss.